So, meine Freunde, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Smaragd, das Love Challenge. Beim letzten Mal haben wir die Straße wieder ein bisschen weiter erkundigt und das war's dann auch so ziemlich. Ja, von daher, viel ist nicht gesagt, wir machen jetzt nämlich den Sohn der Shiggers. Ich habe mit meiner Familie trainiert, mit dem einzelnen Mitglied. Ich verliere gegen niemanden. Kannst du mit denen trainieren, ey? Die haben so niedrige Pokémon, das dauert doch Jahre da, mein Pokémon hochzuzüchten. Egal. So, Astrainer Paul. Dori. Ach, warum habe ich Jen nicht mit? Warum habe ich Jen einfach nicht mit? Mann! Ich weiß nicht, wie viel Verteidigung der hat, von daher, bam, machen wir einfach gehen, aber ich kann. Zur nächsten Runde bisschen Faulenz, von daher werde ich dann Nord Kato heilen. Mal sehen, was machst du jetzt so? Ah, das ist aber toll. Ah, das ist natürlich noch viel toller. Super geil. Penn ein. So. Wunderschön. Es pennt. Tief und fest. Dann laden wir es mal kurz auf. Ja, aufladen, sage ich schon. Paraheiler. Yay. So, mal sehen. Und. Oh, puh, es schläft. Ich hätte schon mich arg beschwert, wenn es jetzt aufgewacht wäre. Instant. Stärke. Ah, das ist natürlich noch toller. Egal. Triplette ist eine echt ekelhafte Attacke. So. Okay, hätte ich auch sofort machen können, ich Idiot. Egal. Egal, konnte ich nicht wissen. So, es wird Kadabra. Dann nehmen wir doch wieder die liebe Wolfi. Wundervoll. So viel als Karte weiblich ist. Egal, egal. Egal. So. Habe aber von Astrainer Paul in den Kampf geschickt. So. Die wir sind auch von Level relativ gleich. Ist schon mal ganz gut. So, Biss of Doom. So. Wunderschön. Bam. Okay, und ein Elektro. Okay. Elektroball, was verwende ich denn gegen dich, mein Freund? Ich könnte Jenny verwenden, aber A, zu niedrig und B, wenn es Explosion einsetzen sollte, dann ist das schon wahrscheinlich viel zu viel Schaden. Los, Kato, ich verlasse mich auf dich. Und er schwebt in der Luft. Wunderschön. Setz Funk. Oh. Ja gut, der Schaden war erbärmlich. Da, und boah, Kato knüppelt einfach alles um. Alter Falter. So, Level 36. Wunderschön. Jetzt hier wird Chengu. Ah! Das ist doch was für unseren lieben Pfegel. So, los, Pfegel! Oh, mein Pokémon wird hier wenigstens wunderschön trainiert. Dafür lohnt sich wenigstens der ganze Aufwand. So. Und Feuerfeger. Oh, ist mein letzter. Man sieht schon, mein Team ist dezent angeschlagen. Aber wir schaffen das. Yay! Ein Volltreffer. Wow, nice. Sehr gut. Das erwarte ich von dem Pokémon. Bam. Schön sieht Astrainer Paul. Bestes meine Familie. Ist das möglich? Ist dies überhaupt möglich? Hi. Ich habe besser als jeder andere aus meiner Familie. Ich habe nie verloren. Ich habe Selbstvertrauen verloren. Ich gehe nach Hause. Och, hab dich doch nicht so. Warte, stopp, stopp, stopp. Hier gibt's noch ein Item. Was gibt's hier eigentlich? Oh. Ein Hyperheiler, dafür hat der Aufwand gelohnt, definitiv. So, und jetzt, yay, verpissen wir uns. Gleich sind wir frei. So. Wo geht's denn jetzt weiter? Da geht's nach D und D bringt uns dahin. Von daher, ja, ne, lass uns D nehmen. Yay, das war so ein bisschen Fußweg. Also bei F würden wir jetzt in die Richtung dann nochmal nach unten da rauskommen, von daher ist egal. Mein Pose ist einfach komisch, breiter und inspirierend. Was? Ein Doppelkampf? Du brauchst dich nicht gleich in Pose schmeißen. Bleib ganz ruhig. Oh, ein Doppelkampf. Ach, die Olle da unten habe ich gar nicht gesehen auf dem Bild. Na, ganz geil. Aha. Oh, ein Lunastein, das ist toll. Und ein Zobiris. Oh, ist das noch toller. Ja, da ist ja Kato richtig nützlich. Ist das geil oder ist das geil? Ja gut, er hat jetzt auch nicht wirklich ein anderes Pokémon, was mit Lunastein und so aufnehmen könnte. So, nehmen wir einfach einen Gen auf Zobiris und Surfer. Ah, das geht auch fast alle. Ganz geil. Doof. Geil. Surfer!
Bam. Sehr schön. Oh, machst du auch ganz guten Schaden. Ei, das dürfte wehtun. Na, ja, es geht. Das ging ebenfalls. So, du machst einfach das, weil du sowieso nicht dran bist und surf auf Doom. So. Mal sehen. Ja, was? Natürlich! Noch nicht loben, noch ist Tobias dran. Oh Lord. Oh mein Lord. Was für eine abgefuckte Scheiße war das denn jetzt? Seht ihr, das meine ich. Explosion, EKFE und je. Jetzt hätte ich fast Navi verloren. Ach du Kacke, ey. Oh Gott, ey. Die andere Reflektor wird dir nicht was verhelfen. Egal. Zombie schläft tief und fest. So, während Zombie schläft, kümmern wir uns einfach nur um... nein, Mann! Kümmern wir uns einfach... Nee, warte, es hat Reflektor. Verdammt, mal wäre doch trotzdem ein Surfer. Scheißegal. Yeah! Bam. Ja, manchmal wesentlich mehr Schaden. Es sollte nicht so ein Lauf drauf gehen. Wäre wunderprächtig. So, bam! So. Keine Chance. Und ein... Au. Ein Absol. Da wäre Peggy jetzt natürlich erste Wahl. Egal. Spukball! Zing! Hey, Zauber, ist das eigentlich jetzt? Ja, ich wahrscheinlich total krepiert. Ich hab's so ein Gefühl. So, und Surfer. Boah, die AP meiner Attacken sind fast aufgebraut. Meine Pokémon sind total geschwächt. Alter, und Kato schüppelt hier einfach alles um und ab. So ist ein wunderschönes Pokémon. Ah, ah. So wie gerade vor. Wunderschöne Pokémon. Majestätisch und anmutig. Aber unsere Ulti ist die beste. Yay! So. Haben wir das auch geschafft. Hans und Heike. Wunderschön. Jemand wie dich habe ich noch nie getroffen. Ach, die wirklich. Oh, wunderbar. So. La, da, di, da. Wow, die ist jetzt fast verbockt. Okay. Lass mich kurz gucken. Einen kurzen Blick drauf werfen. So. Ah, gut. So, bam, bams und bams. Und damit dürfen wir es geschafft haben. Oh, Freiheit, süße Ananas. Wir sind gleich da. So. Na, mal gucken, was uns noch so auf der kurzen Instanz hier erwartet. Noch ein Trainer. Kato ist vorne, das ist sehr gut. Oh, ich kommt da nicht schon mal Troy oder Troy sage ich schon. Wow, Troy wäre heftig. Ich habe es in der kürzester Zeit bisher geschafft, aber das letzte Stück zieht sich wie Kaugummi. Verstehe ich gar nicht. Jetzt mal Heiko kommt, dann bin ich relativ garsch. Aber der dürfte eigentlich erst kommen, sobald wir die Liga geschafft haben. Ah, noch Tuska. Das wäre wieder was für Peggy gewesen. Egal. Jetzt hat er noch einen Noctusker oder so, was dann Pegel. Ah, er hat gar keinen Feuerfeger mehr. Voll vergessen. Immer BÄM! Umgenietet! Und Kato Batz Level 44. Halleluja. Und Level 37. Wunderschön. Wird Pelippa eingesetzt. Was kann ich denn da verwenden? Ach, bleiben wir einfach bei Kato. Komm, machen wir das letzte Stück auch noch. Entschuldigung. So. Ah, ich faulenze sowieso, von da ist das mir scheißegal. Und ich faulenze, weil ich kann. Bam, Stärke. So. Du, du, du. Und dann werden die Siegeschossen nun geschafft, hoffentlich. Oh, bitte. Astrainer Edgar. Hier enden meine Träume. Ja, das tun sie. Darüber bin ich auch sehr froh. So, was gibt's hier noch? Nichts. Dann. Hallo. Komm, verballen wir noch den ersten Schutz, den werden wir sowieso nicht mehr brauchen. Bam. So. Was? Noch ein Kampf! Ah, oh Gott. Machen wir den jetzt noch schnell oder mache ich den in der Trainingseinheit? Komm, ich mach den jetzt noch. Ich habe jemanden, der so weit gekommen ist, nicht zu sagen. Los! Was? Ich habe den Satz gehabt. Was ist das? Siegestraße? Wenn du gewinnst, fahr ich es dir. Also, was ist das, die Siegestraße? Ach so, hast du, ich hab's verstanden. Okay, noch mehr als Trainer. Yay! Cora und Dirk.
Oh, ein God of War. Und ein... Oh, mein Lord, ein Lethal-King. Ach, du Scheiße. Oh, Kacke. Immerhin wird sein Angriffswert gesenkt. Das ist wunderschön. Ein Step ist schon ganz gut, aber 50%. Ist egal. Ja, auf jeden Fall. Ah, Stärke und... Oh, und Stärke. Oh Gott. Das ist wenig Schaden. Was? 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 Oh Gott. Nein. Du ekelhaftes, mieses Schwein. Pokémon auswählen. Gegen wen denn? Wenn ich zu Jay machen könnte, schief gehen. Ich weiß nicht, aber ich bin Wolfi. Oh Gott. Hoffentlich klappt das. Ich meine, Abi hat den Vierfach-Sprechschatz mit überstanden. Wolfi dürfte das schon packen. Nicht wahr? Ich war Wolfi, mein Kleines. Ah, das ist natürlich auch gut. Noch ein Bedroher. Sehr schön. So. Aber okay, Donnerblitz ist halt keine. Ja, okay. Egal. Das ist ja jetzt kacke. So, Gardevoir, Faulenz. Ah, ich verstehe. Das. Ah, das heißt, gerade war schon mal von der Gefahr her gebannt. Das ist gut. Stärke! Du bearbeitest das Ding schon mal mit Biss. So. Das hast du das Attacking. Sehr schön. Oh Gott, ey. Was? Wie wenig? Ach so, deswegen. Ein Zwirkschlug. Ach du Lord. Ah, das heißt, es ist voll ins Zwirkschlug. Ich wäre mal eher dafür, eiskalt Zirkup zu bearbeiten, ne? So, Kategorie Faulenz. Gardevoir setzt Donnerblitz. Au, das ist... Au, könnt ihr alle Donnerblitz? Leck mich doch. Das war schon dezent mehr Schaden. So. Zirkup Faulenz. Ja, ich will dann noch Zirkup zuerst loswerden. So. Du heilst mal hier. Ist. Ja, wenn ich jetzt wieder nicht zurückgegriffen habe, weil wenn ich jetzt nochmal angreife, dann wird er sich eiskalt heilen. Deswegen. Und Gardevoir macht mir viel zu viel Damage. Ah, das ist natürlich wunderprächtig. Das hat es jetzt irgendwie fern gebracht. Na egal. So, jedenfalls bist du. Ja, das war zu erwarten. Was heißt jetzt, dass ich jetzt faul glänze? Das wäre ja blöd, wenn. Oh, seid ihr fiese Schweine! Zirkup Faulenz. So, und du heilst dich selber. Hast du irgendeinen kleineren Trank oder so? Ja, Top-Krank. Nichts? Nein, natürlich nicht. So viel hab ich auch nicht mehr, ne? Oh Lord, ey. So, vernichte es jetzt. So, bam, tschüss. Danke. So, wer kommt jetzt? Ein... Nein! Du bist eine fiese Drecksau, weißt du was eigentlich? Ah, das ist natürlich wundervoll. Na gut, das ist ja jetzt voll toll und so. Und du wechselst dich mal selber aus zu Pegel. Oh Gott, hoffentlich war das jetzt kein Fehler. Oh Gott, letzter Kampf nochmal so im Vorderhand ist ja kacke. Kategorie Faulenz, wunderschön. Durch! Oh. Von der Theorie her müsst ihr ja jetzt faulenzen. Du machst einen Schützer und ich gebe dir einen Trank, für den Fall, dass es nicht so ist, weil es Wertewechsel macht oder so. Ja, hat auch nur ganz gut überlebt, okay? Sehr schön. Bam. Naja, es geht. Wir tragen den Faulenz, sehr schön. Okay. War das jetzt echt eher negativ?
Okay, mal sehen. Du machst einfach erstmal einen Protzer. Was? Nein! Nein! Und es geht nicht mal drauf. Richtig! Super geil! Geil! Pornös, natürlich! Klar, natürlich. Warum auch nicht? Dezent nerviges Scheißvieh! Oh ja, der Volker kam sehr früh, danke! Toll! Ja, los, Kapier, du dämlichsten Mister, eins zu kloppen, ey! Ja, toll! Hey, 38, wundervoll! Hey! Toll! Jetzt ist schon mal mein Team für die Siegerstraße dahin! Egal! Siehst du? Gut, dass wir Chris gefangen haben! Das ist zwar jetzt, doof, dass ich das so ausdrücke. Ja, guck mal, Dirk, leck mich doch Spacken! Was für ein guter Marsch! Okay, gut gemacht! Ja, bla, leck mir doch den Arsch glänzend! So, tschüss! Leck mich! Danke! Oh, toll! Yay! Geilomatico! Es musste soweit kommen. Okay, gut, Packet, den Weg gehen wir noch gemeinsam. Aber wir haben nur die Trainer, die alle Ohren der Arena erhalten haben, Zutritt. Trainer lassen sich erstellen, dass du auch alle Ohren hast. Trainer, glaube an dich, deine Pokémon und gehe weiter. Ja, würde ich gerne. Oh Mann. Die wollte ich mal für Jenny mitnehmen, eigentlich. Ich glaube, Wolfi werde ich nicht trainieren, oder? Das ist die Frage. Wer hat Wolfi dafür? Navi war was. Navi hat mir treu diese geleistet, aber das reicht jetzt auch. Nein. Jo, mein Freund. Heute kurz aus Balten. Schade. Ist einfach schade. Wir hätten es fast bis zum Ende geschafft. Mach's gut, alter Freund, und ruhen Frieden. Ach, Kacke.
Das wird jetzt mein Liga-Team, ne? Ich muss kurz überlegen. Erstmal die okay. Gut. Dann wird das jetzt mein Liga-Team. Ich bereite jetzt nur noch schnell alles vor. Auch fürs Training. Also ich werde jetzt die anderen Pokémon nicht trainieren. Das wird jetzt einfach mein Team heute. Wunderschön. Oh, irgendwas zu verbrauchen hier. Ah, ganz wieder plus. Oh, dann mache ich noch meine Pokémon hier ein bisschen. Ich glaube, den bringen wir dann noch schnell Donald ins Bein, ne? Ja, wie... Achso, ah, okay. Wundervoll. Ja gut, kloppen wir jetzt einfach alles Kato rein, machen wir ihn total übertrieben und so. So. Ein davon noch. Und noch ein in Schlitzer, weil es kann. So. Es kann weg. Tschüss. Okay, top, was sind hier? Einer. Ah, okay, so. Ah, noch viel zu viel. Ah, was ist denn das hier alles? Ja, komm, Sonderbonbon, wie will ich es geben? Ja, mache ich später irgendwann. So, Sekunde. Nein! Mann! Dumm! Oh, ja, es ist jetzt nur noch ein Abschaltpart. Meine Güte, ablegen. So, mal sehen. Abelszahn kommt weg, Wasserstein kommt weg, Beleber kann ich verscheuern, behalte ich, verkaufen, behalten, Flutzeil können 6 Stück weg. Kaufen, verkaufen, ablegen, behalten, ablegen, behalten kurz, behalten, die können alle weg. Behalten und halten. So. So, jetzt kann ich wieder die restlichen Items nehmen. Meine Güte. Beutel. So. Beutel. Moment. Ich hätte da noch einen kurzen Abstecher machen. Kannst du Kaskade? Ja, ich hätte noch einen kurzen Abstecher machen mit euch zusammen. Ich weiß, der war schon viel zu lange, aber das will ich mir auch schnell holen. Ja, legen wir einfach kurz Chris ab. Das will ich mir noch schnell holen. Der ist ja ein Topschutz, ganz praktisch. Oh. Ja, ich will mir noch was holen. Meine Fresse. Ja, los, das alles mit ihm. Ah! Hinne machen. Speed up FTW. So, machen wir jetzt ein bisschen hinne. Hab ich hier mit. Oh. Jetzt hat keine Fliegen mit! Ah! Kannst du fliegen? Ja, kannst du, wunderschön. Los, Jörn, du musst mir noch einen Dienst erweisen. Los, nehmen wir Jamie dafür kurz ab. So, war das nochmal auf Wechselfeld dahin. So. Beutel, Topschutz. Hab ich das verwendet? Nein, hab ich natürlich nicht. Achso, wirkt noch. Super. Also können sie noch ein paar Items holen, deswegen. Noch ein Sommerbomben, sehr schön. Was ist das denn, Sir? Ich will hier nicht hin. Schutz wird nicht mehr, wunderschön. So. Lass mich durch. Ah! Ja, ich anscheinend werde ich schon wissen, was ich mir holen möchte, weil es gibt ja noch so ein kleines Abteil. Übrigens, da wo ich jetzt hingehe, da kann man sich dann ein Kitwurm holen, aber das habe ich ja nicht getan. Aus gegebenen Gründen, weil mir das zu lange gedauert hätte, weil sonst hätte ich jetzt erst nach Cascade holen können, also erst nach der 8. Arena. Und das wäre blöd gewesen. Deswegen, wäre zwar jetzt ein mächtiger Begleiter, aber dafür haben wir jetzt Jamie. Warte, gibt es hier schon noch Trainer und so? Ich glaube schon, kann sein, ne? Also erstmal wie es mit Eisenschweif, wunderschön.
verzweifelt schwer. Warum gibt's hier Trainer? Gut, Ellie, kannst du dich überhaupt verteidigen? Mal sehen. Okay. Machen wir einfach mal Ellie, ne? Oh, das ist ja die beste Wahl, die ich hätte treffen können. Wow, das ist jetzt richtig behindert. Ist ja jetzt richtig scheiße. Oh Gott, bitte lass es nicht schief gehen. Oh, was zum Geier? Ah, gut. So. Sehr schön. Da! Ja, ich mache Eisen Speed up, weil ich noch alles schnell in den letzten Part quetschen will. Super. Ja, lass mich Ruhe. Danke. Eigentlich ist auch ein sehr gut. So. Ja, Altaria, leck mich. Eichtral, tschüss. Ah, sehr schön. Aspelt! Was? Nein! Hör auf! Lass mich in Ruhe! Nein! Und übrigens kann man den Altaris hier einen Drachenzahn klauen, ne? Also bei Gegner, wenn ihr euch Drachenzähne holt, dann nehmt euch Pummel Raub und da, da. Jetzt sollte man Raub nicht wegschmeißen. So. Nein! Wow, knapp. Fast den falschen Weg gegangen. Glaube ich, oder? Hä? Wo ist lang? Hä? Habe ich einen Gang übersehen? Ah, doch, hier war doch richtig. Sehr gut. So. So, erstmal hier hin. Hier gibt es nämlich Kitwurm. Also, wer sich eins fangen will, kann es ruhig tun. Weil Butalanda ist hier so mitunter stärkste Drachen-Pokémon nach Rayquaza. Und hier gab es noch was, ne? Jo. AP Plus, sehr schön. Yay! Yeah, haben wir noch gar nicht so viel von. Der ist auch kein Fluchtseil. Jeha! Oh. So, übrigens taucht auch Kitwurm nicht immer auf, deswegen, also bei einer Nostra Challenge das zu versuchen, ist echt ein Glücksunterfangen, das will man nicht haben. Was? Zur verkackten Hölle. Eichstrahl, tschüss. Tschüss, Penner. Was? Wo laufe ich hin? Ah, ich will weg. Ich will weg. Ach, sehr schön. So. Jetzt auch. Seht ihr, war doch schon ein kleiner Abstecher. Und tschüss. Ich habe schon immer noch was vergessen, aber darauf gebe ich jetzt mal einen gepflegten Scheiß. So. Ach, so, meine Güte, hat ganz lange gedauert. So, und jetzt noch Chris. Wunderschön, so. Nein, nicht kaufen. Erstmal verkaufen. Leber. Hafenbrief. Perle. Sternstaub. Dreimal Riesenperle. So. Kaufen. Top-Trinke brauche ich nicht, weil Top-Genesung ist nicht besser. So, jetzt habe ich davon. Wie viele Weile habe ich noch? Jetzt haben wir nochmal 5. Oh, jetzt kann ich alles in Heilung reinstecken, hast du nicht gesehen. So. Besten Dank, so Freunde. Das war's für den Part. Wobei, ich wollte noch kann schon irgendwie was geben. Pudersand kann ich mal Jamie geben. Doof, dass ich keinen Magneten habe. Ich frage mich, wo ich den übersehen habe. Na, was soll's. So, Lachsrauch geben. Ja, komm, gebe ich jetzt einfach hier da. Und Jamie braucht jetzt. So, dann wäre es schon mal damit gewesen. Freunde, ich habe mich herzlich zusehen. Ich werde jetzt noch halt hier eine Trainingseinheit dran koppeln, die ihr euch hoffentlich ansehen werdet. Und dann geht's auch schon an die Top 4. Der Part von Peggy war jetzt echt unnötig und kacke und doof. Und der Part ist viel zu lang wahrscheinlich. Aber ich gebe gepflegten Scheiß drauf. Yay. So, Sekunde. Lang ist der Part. Yo. Viel zu lang. Egal. Freunde, das war's mit dem Part. Bis zum nächsten und tschüss.